So, da sind wir wieder. Also ich habe mich entschlossen, dass wir in den Weltraum fliegen. Nützt oder nichts. Deswegen starten wir jetzt. Und auf geht's. Ich hoffe, dass es klappt. Und dass wir vielleicht dann dort Ressourcen finden. Sonst muss ich vielleicht nachher gleich. Sonst müssen wir das Spiel neu starten. Was ich ehrlich gesagt ein bisschen schade finden würde. So. So, jetzt haben wir den Orbit verlassen. Ah. Komm schon. So. Jetzt sind wir im Weltraum. Oh, warte. Nicht ganz ausmachen. Und wir fliegen dahin. Das gefällt mir doch. So, Entfernung zu unserem Planeten. Ich hoffe, die Energie reicht. Oh, jetzt habe ich auch noch das Crafting-Tool da abgebaut, ne? Ich bin ein Held. Ich werde nie wieder zurückkommen. Ah, wir haben aber gut für 80 Minuten noch Strom. Alles gut. Wir versuchen es jetzt mal bei diesem Planeten hier. Und wie ich finde, da keine Rohstoffe. Der Weltraum sieht übrigens richtig schick aus. Da ist unser Heimatplanet. Da ist noch ein anderer Planet, so wie ich sehe. Und wo ist jetzt der Schwarze? Da. Und ich hoffe, wir finden da Ressourcen. Jetzt drehe ich am Rad. So, das ist ein Mond, so wie es scheint. Seht ihr da unten rechts stehen? Begeben uns jetzt zum Landeanflug. Wir sind am Landeanflug. Würde ich behaupten. Jawohl. So. Weltraum hat man mehr Energie. Auch gut. Was ist es? Scheißegal, das holen wir uns jetzt. Und da sehe ich eine Drohne. Aussteigen. Drei. Ist es. Es gibt doch noch Ressourcen, Gott sei Dank. Scheinbar auf unserem Planeten nicht mehr so. Aber dafür haben wir es hier. Ich glaube, hiermit können wir uns Energiezellen herstellen. Aber wir waren jetzt mal schon im Weltraum. Wir haben schon so eine Drohne abgeschossen. Haben dadurch auch ein paar Rohstoffe gekriegt. Jetzt also müssen wir gleich mal auf
unserem Planeten in so einem Turm. Und da haben wir schon, glaube ich, Stein gekriegt. Aber wir brauchen jetzt hier andere Rohstoffe. Energiezellen sind gar nicht so schlecht. Ja, aber doch noch nicht so nah dran, wie ich dachte. Hauptsache, wir kommen da auch nachher raus. Oh, wir müssen in die Richtung da noch. Und da hinten haben wir auch ein Eisenvorkommen. So, das sammeln wir alle nochmal auf. Da bin ich froh, dass wir unseren Spielstand auch noch nicht löschen müssen. Von vorne anfangen. Brauchen wir das überhaupt für unseren Antrieb? Meter. Wir haben es gleich geschafft. Und auch schon unsere erste Kartusche gleich leer. Dafür haben wir jede Menge. Oh. Oh, wir haben ja schon. Oh. Das gefällt mir. Wenn ich jetzt sehen würde, was ist. Damit herstellen kann. Das ist doch nicht das, was ich dachte, aber dafür. Ja. Dafür brauchen wir einen Plan für den Antrieb, ne? Ja, wir nehmen das hier jetzt doch trotzdem mit. Ich bin umsonst hier hochgeflogen. Das noch. Wie viel haben wir jetzt? 110. Woran erkennt. Ach, das ist das Bräunliche hier, ne? Woran erkenne ich das denn jetzt? Wir braten aber erst nochmal weiter. Wie viele Kartuschen haben wir denn? Oh, wir haben nichts zu essen mitgenommen. Held, 23 haben wir. Hauptsache, wir kommen nachher noch zurück. Na ganz ehrlich, ich will euch erst noch das Eisen holen. Deswegen machen wir uns jetzt hier mal so einen Ausgang. Dass wir da auch noch wieder hochkommen, ne? Kommen wir da wieder hoch? Oh, locker. Nehmen wir das noch alles mit. So, dich auch noch. Und dann machen wir erstmal hier. Oder auch nicht. Achso, das Graue ist der Stein. Und das Bräunliche ist das. Ach, das ist ja riesig.
Und da ist unser Heimatplanet. Das sieht schon richtig geil aus. Jetzt, wenn man da so hochguckt und sich vorstellt, dass quasi da die Erde ist. Auf dem Mond werden wir jetzt natürlich leider nichts zu essen finden. Und Sauerstoff. Sauerstoff in unseren Raumschiff, in unser Raumschiff und dann fliegen wir dahin. Warte, ich gucke jetzt noch mal, wie viel Strom haben wir denn? Ja, das geht noch. Sauerstoff rein. Aus und fast perfekt. Die paar Meter können wir wohl laufen. So. Dann machen wir hier auch nochmal einen Loch in den Mond. Habe ich es fast verloren. Hier ist, ach, das Eisen ist schon hier an der Oberfläche. Das ist ja geil. Gleich aufsammeln. Ist das das Eisen hier? Energie wäre jetzt aber trotzdem da. Aber über Eis nehme ich auch nicht mit klar. Sonst greifen wir gleich mal so einen Turm an. Versuchen da noch Rohstoffe rauszuholen. Ich glaube, den kann man dann noch ganz abbauen. Ne? Zum Mond noch Rohstoff holen. So, haben wir alle. Haben wir. Ach, das reicht jetzt erstmal fürs Erste. So, unser Raumschiff. Da ist noch ein anderer Planet. Schon cool. So. Steigen wir mal ein. Und ich fliege noch mal hier. Eine kleine Runde. Irgendwie.
hier wieder so ein Schild. Ach, wie ich es hasse. Jetzt geht die Sonne auf. Oh, da. Das brauchen wir. Damit können wir uns dieser neuen Treibstoff. Na. No. Ich kriege. Neuen Treibstoff herstellen. Und es ist wieder eine Drohne da. Aber. Die können wir ja erledigen. Wo war sie jetzt? Der Sonne entgegen. Da. Oh, Mann. Falsche Waffe. Nimm das. Sehr gut. Aha, die hat auch jede Menge Rohstoffe dabei. Das ist sehr gut. So. Aber jetzt das Vorkommen. Jetzt holen wir es hier raus, hier. Unser Kobold haben wir noch immer nicht gefunden. Das ist ärgerlich. Aber das hier sollte ich auch komplett abbauen. Und dann... sollte ich auch wieder zurück. Vielleicht erstmal... Ah, da kommt es doch. Das ist blaue Gold. Sehr gut. Und wir haben keinen Sprit mehr. Aber noch in der Tasche. Deswegen geht es jetzt direkt weiter. Das will ich jetzt ganz komplett rausholen. Was bauen will ich jetzt komplett ab? Ja, würde ich sagen. Fliegen wir nochmal eine Runde. Vielleicht finden wir noch mehr. Kobold. Kobold wäre natürlich richtig geil. Weil dann könnten wir dann gleich wieder weitermachen. Durch die Drohnen haben wir jetzt zwar ein paar Metal Plates und sowas gekriegt und Komponenten. Ansonsten greifen wir, wie gesagt, schon so einen Turm an. Und versuchen da was rauszuholen. Also das ist mit Sicherheit ausreichend Treibstoff in den nächsten paar Folgen. Sammeln. Ich glaube zwar nicht, dass das verschwindet, aber weiß ich nicht. Und schon ein richtiges Lauf. Wie viele haben wir schon? Oh, noch gar nicht so viele. Ich hätte gedacht, dass es schon mehr ist. Bereiten uns für die nächste Tour noch mal ein bisschen besser vor. Ich würde sagen, vielleicht noch einen zweiten Thrust oder eine zweite Düse da auf der anderen Seite drin, dass unser Zeug sich ein bisschen stabilisiert. Und dann fliegen wir gleich vielleicht noch mal zu einem anderen Planeten. Oder wir erkunden erst noch mal den hier ein bisschen weiter und dann fliegen wir gleich zu einem anderen Planeten. Wir konnten erstmal hier weiter und dann selber weiter. Machen wir so besser.
finde ich zumindest. Und ach, Treibstoff. Ach, ich freue mich richtig. Ich glaube jetzt schon. Oh, 140. Da geht noch was. Ist auch noch jede Menge hier drin. Das ist richtig schön. Ja, das ist unsere Energieversorgung auf jeden Fall. Für die nächste Zeit erstmal gesichert. Das war die richtige Entscheidung, in den Weltraum zu fliegen. Definitiv. Aber ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Bis dann. Ciao.